Name ist Guido Lehmann. Ich bin Geschäftsführer und Mitinhaber der Metzgerei Eichenberger in Metzingen. Ich zeige Ihnen heute, wie wir ein Rindsflanksteak aus einer Rindslampe ausschneiden und das zubereiten für auf den Grill. Das Rind stammt aus dem Zürich Oberland von einem Produzenten, den wir schon seit Jahren kennen und mit dem zusammen arbeiten. Aus diesem Stück heraus schneide ich jetzt das Flanksteak. Legen wir das mal so an. Jetzt nehmen wir noch die groben Sehnen und ein bisschen das dicke Fett weg, dass das uns beim grillierten Stück nicht stören tut. So hätten wir das Flanksteak schon rausgelöst im rohen Zustand. Steak marinieren wir jetzt mit den verschiedenen Zutaten. Wie mit unseren Gartenkräutern, einem fein geschnittenen Knoblauch, ein bisschen grobem schwarzem Pfeffer. Und dann geben wir einen guten Schuss gutes Olivenöl drüber rein. Das Ganze machen wir auf beiden Seiten. Da wir das Flanksteak jetzt gerade auf den Grill tun, habe ich gestern schon eins vorbereitet. Das kommt jetzt für 15 bis 20 Minuten auf unseren Holzkohlegrill. Am Anfang bei grösserer Hitze und nachher nehmen wir es ein bisschen auf die Seite und tun sie so langsam fertig garen. Wenn es fertig garen ist, tun wir es mit mehr Salz würzen, ab dem Grill nehmen und 5 Minuten Ruhe lassen, bevor wir es aufschneiden. So, das Flanksteak ist jetzt fertig grilliert. Ich wünsche Ihnen recht einen guten Appetit.